Das ist ein Video für alle alten Seelen. Wenn du eine alte Seele bist, dann sei herzlich gegrüßt. Wenn du eine alte Seele bist, dann weißt du jetzt schon, was ich meine, wenn ich alte Seele sage. Wenn du eine alte Seele bist, dann hast du eine Verbindung, eine Standleitung, könnte man sagen, in die vertikale Achse. Dann hast du vielleicht oftmals im Leben das Gefühl gehabt, am falschen Platz zu sein. Vielleicht hast du auch oftmals das Gefühl gehabt, mit den falschen Menschen irgendwie verwoben zu sein oder zu tun zu haben. Du hast vielleicht dich immer wieder gefragt, wie es sein kann, dass du bestimmte Menschen nicht erreichen kannst, dass bestimmte Menschen dich nicht verstehen, auch wenn sie dir vielleicht familiär oder genetisch noch so nah sind. Menschen, wo du das Gefühl hast, du willst es eigentlich, ihnen nahe zu sein, oder auch so Menschen in deinem Freundeskreis, in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, du würdest sie gerne mit auf eine andere Ebene heben wollen, auf eine andere Stufe von Bewusstsein bringen wollen. Ja, Lebenspartner, Partnerinnen. Ich kann dir nur sagen, ich hatte heute eine ganz tiefe Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Und du wirst höchstwahrscheinlich daran ausbrennen. Ich will nicht sagen zerbrechen, weil das weiß ich nicht, aber die Chance ist hoch, dass du früher oder später daran ausbrennst. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat immer dieses lustiges Gleichnis gebracht von drei Sorten Holz. Es gibt drei Sorten Holz, hat er mir gesagt. Die erste, die ist so nass, da kannst du machen, was du willst. Du kriegst sie einfach nicht zum Brennen. Das zweite ist feucht, das flackert kurz auf und geht dann nach einer Woche wieder aus. Und das dritte ist so furztrocken, da musst du nicht viel sagen, das brennt einfach. Und das ist genau das, wovon ich hier rede. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass es einfach Menschen gibt, die von Beginn an den Zugang offen haben oder denen sehr früh der Kanal dann auch geöffnet wird. Das kann häufig auch durch Trauma passieren. Ist ja bei mir auch so gewesen. Und dazu haben dann die anderen häufig zu dem, was diese Person, dieser Mensch erlebt, haben die anderen überhaupt gar keinen Zugang da in dem Umfeld. Und das ist natürlich, gerade wenn man ein junger Mensch ist, ist das natürlich die Hölle. Ja, weil wenn du hast das Gefühl, du wirst irre dran. Ja, es ist einfach für einen jungen Menschen, der das erlebt, diese Anbindung in einer Intensität und Tiefe erlebt, der ist in dieser Welt quasi wie verloren, weil er auf sich alleine gestellt ist in den meisten Fällen und in den allermeisten Fällen auch niemanden hat, mit dem er sich darüber austauschen kann. Es ist absolut fatal. Ja, und dann wird der Kanal halt der Deckel zugemacht irgendwann. Aus Angst, immer wieder verletzt zu werden. Das ist auch total verständlich. Und wenn du das nicht gemacht hast bis jetzt, dann möchte ich dir von Herzen gratulieren. Oder wenn du dir einen Rest bewahrt hast, einen letzten Funken bewahrt hast und dir diesbezüglich treu geblieben bist. Und ich kann dir einfach nur
den Wunsch mit auf den Weg geben. Folge diesem inneren Gefühl, bleibe dabei, schneide es nicht ab. Versuche immer wieder, damit auch mal im Alltag in Kontakt zu gehen. Ganz gleich, wie grausam, wie naiv, wie dumm die Welt um dich herum auch zu sein scheint. Manches ist ja auch vielleicht gar nicht so dumm, manches ist vielleicht auch recht bodenständig. Ja? Und wenn du eine alte Seele bist, dann wirst du das auch früher oder später erkennen. Du wirst die Masken erkennen und die Schatten. Auch wirst du vielleicht erkennen, dass fast alles, was man dir vorgespielt und vorgespiegelt hat, vielleicht genau das Gegenteil davon wahr ist. Und all diese jungen Seelen oder diese feuchten Hölzer, die können das nicht. Und die sind mehr oder weniger dazu verdammt, diesen Weg zu gehen, den die gehen, dieses Programm durchzuziehen. Die sind nicht zu retten. Das ist unmöglich. Und wenn du sie zu retten versuchst, schlagen sie dich wieder ans Kreuz. Ja, und das werden sie tun. Das ist einfach so. Das ist eben das alte, neue Programm. Ja, also dass die fahren müssen. Es ist immer das, ja, eine Wiederholung des ewig Gleichen. Man kann dazu die Geschichtsbücher aufschlagen, sind voll von solchen Geschichten. Und die halten das einfach nicht aus. Und wenn du diese Anbindung in dir hast, dann hast du auch eine tiefe, tiefe, tiefe Weisheit und Anbindung zu denen, die vor dir waren oder irgendjemand Spezielles, der vor dir war. Dann bist du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes verbunden, angebunden. Und gerade in der Zeit, jetzt und hier, ist es unheimlich wichtig, dass du das behältst und dass du weiter dieses Licht in dir anzündest und diesem Licht folgst, diesem Licht treu bleibst. Und das ist auch alles überhaupt, das ist gar nicht überheblich gemeint. Es ist einfach es hat eher was von Demut, glaube ich. Und es braucht eine gewisse Reife, das zu erkennen. Weil es was damit zu tun hat, die Waffen zu strecken, im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Sinne. Allen alten Seelen einen schönen Abend und alles Gute. Jörg Fuhrmann, ciao.